Notfall in der Emil von Behring-Schule. Paula hat sich beim Kochen in die Hand geschnitten. Natürlich muss hier sofort jemand helfen. Und dafür sind die Schulsanitäter da. Niklas und Jonas stürmen zu Paula in die Küche. Ich will mal vorsichtig absetzen. Wie heißt du? Paula. Okay. Das ist der Niklas, ich bin der Jonas. Die beiden reden beruhigend auf Paula ein, setzen sie auf den Boden und messen ihren Puls, ihren Blutdruck und Blutzucker. Als nächstes kommt der Druckverband. Dann legen sie Paula in die Schocklage, weil sie viel Blut verloren hat. Jonas und Niklas sind ausgebildete Sanitätshelfer. In 48 Unterrichtsstunden haben sie gelernt, was notwendig ist. Geschafft. Paula ist versorgt. Es geht ihr besser. Zeit für uns, um mit drei Sanitätern zu sprechen. Der Schulsanitätsdienst ist eine freiwillige Aktion. Was ist denn eure Motivation, mitzumachen? Also meine Hauptmotivation ist, dass ich gern Menschen helfe. So beruflich interessiere ich mich da auch. Also das könnt ihr mir vorstellen, sowas mal später zu machen. Düge, du hast gerade auch genickt. Geht dir auch so? Wieso machst du mit? Also ich finde es schön zu wissen, dass man in der Lage ist, Menschen zu helfen, wenn Notfall sein sollte und nicht einfach nur dazustehen und nicht zu wissen, was man macht. Und ihr kriegt auch eine Rückmeldung von denen, den ihr Käufer habt? Ja, also wir bekommen von den Lehrern häufig ein positives Feedback, dadurch, dass wir ihnen ja auch viel abnehmen und da viel Stress ersparen. Aber auch von den Schülern, die wir behandelt haben, die sich da dann gut aufgehoben gefühlt haben und dann auch einem im Nachhinein noch sagen, wie toll das war. Das ist auch ein ganz schönes Plus da nochmal und eine Motivation für einen selber. Ihr habt hier eine ganz große Tasche, einen ganz großen Rucksack für die Einsätze. Was versteckt sich denn da alles drin? Also wir haben da unterschiedliche Dinge drin, wie zum Beispiel ein Blutdruckmessgerät, ein Blutzuckermessgerät, halt allgemein alle Messgeräte für die Vitalwerte und aber auch so Wärmedecken und auch Kompressen, also alles für jeden Notfall. 15 bis 20 Jugendliche wurden vergangenes Schuljahr ausgebildet. Das ist wichtig, denn weitere Einsätze werden wohl kommen.